The quantifiers much, many, and a lot of, lots of. Haha. I'm here to take all of your things. Uh I haven't got any things. What? How is that possible? Das Wort many bedeutet viele. Maggie nutzt es, weil sie sich nicht sicher ist, ob sie 20 oder 30 goldene Uhren besitzt. Sie weiß nur, dass es eben viele sind, also eine ungenaue Menge. Many ist ein sogenannter Quantifier, ein Mengenwort. Wichtig ist, dass many nur vor zählbaren Substantiven countable Nouns stehen darf. Die erkennst du daran, dass vor Ihnen eine Zahl stehen kann oder dass sie einen unbestimmten Artikel im Singular haben. But it seems as if you haven't got much time. Aber es scheint so, als hättest du nicht viel Zeit. Much ist ebenfalls ein Quantifier und bedeutet genau das Gleiche wie many, nämlich viel. Aber warum steht hier dann nicht many? Das liegt daran, dass vor unzählbaren Substantiven, uncountable Nouns, nur much stehen darf. Uncountable Nouns sind oft Materialien, Flüssigkeiten und Oberbegriffe, vor die man keine Zahl stellen kann und die keinen artikel haben. Oh, but you haven't got many shiny rings. Puh. Allerdings hast du nicht viele glänzende Ringe. Have you got much love? Hast du viel Liebe? Hier steht many, weil Ringe zählbar sind. Dort steht much, weil Liebe nicht zählbar ist. Beide Quantifier bedeuten das Gleiche. Schauen wir uns einmal an, in welchen Sätzen much und many verwendet werden. Beim ersten Satz handelt es sich um eine negative Aussage. Der zweite ist eine Frage. Beide Quantifier werden vor allem in diesen Sätzen verwendet. Und was ist mit positiven Aussagesätzen wie... But I've got so many silver spoons. Aber ich habe so viele Silberlöffel. Hier stehen Much und Many üblicherweise nur dann, wenn sie nach So, So many Silver Spoons, To, Too many Silver Spoons oder zwischen zwei As stehen. As many Silver Spoons as you. In allen anderen positiven Aussagesätzen, die So, To und As nicht enthalten, verwendest du einen anderen Quantifier. A lot of. And I've got a lot of wisdom. Und ich habe viel Weisheit. A lot of, oder kürzer auch lots of, bedeutet das gleiche wie much und many. Also ebenfalls viel oder viele. Das Besondere, es kann vor allen Substantiven stehen, Egal ob uncountable oder countable. Zwischen a lot of und lots of gibt es keinen großen Unterschied. Allerdings klingt lots of etwas umgangssprachlicher. Besonders auf Fragen mit much und many antwortet man häufig mit a lot of oder lots of. How many golden clocks do you have? Wie viele goldene Uhren hast du? A lot. Viele. Beachte, in Maggie's Antwort entfällt nicht nur das Substantiv, sondern auch of. Würde Maggie fragen, How much wisdom do you have? Wie viel Weisheit hast du? Könnte Minervas Antwort lauten, Lots of wisdom. Oder ganz salopp, lots. Viel. Summary. Die Quantifier many, much und a lot of bzw. lots of haben alle die gleiche Bedeutung. Sie geben an, dass von etwas viel vorhanden ist. Many steht nur vor countable nouns. Much vor uncountable nouns. Und a lot of bzw. lots of vor allen Substantiven. Many und much kommen hauptsächlich in negativen Aussagen und Fragen vor. Allerdings können sie auch in positiven Aussagesätzen verwendet werden, wenn sie hinter to, as oder so stehen. A lot of oder lots of kann in allen Sätzen genutzt werden. <laughs>